Saarland und habe heute was vor. Nämlich würde ich gerne die Felgen eintragen lassen und meine Motomaster Bremsanlage bei der EXC. Und ein paar von euch wissen ja vielleicht, dass es ein bisschen komplizierter ist, besonders wenn man kein Gutachten hat. Wie zum Beispiel, wenn man SM-Pro-Felgen hat und die auch nicht unbedingt bei einem deutschen Hersteller bestellt hat, der ein Gutachten mitliefert. Naja, ich probiere das heute mal und alle einfach auf dem Laufenden, wie das funktioniert hat und ob es geklappt hat und was man da beachten musste. Und wenn ich Glück habe, da habe ich am Ende vom Tag zumindest eingetragene Felgen und Bremse. Das wäre schon mal ein Anfang. Naja, gucken wir mal, was wird. Was wird. Und ja, bis gleich. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder daheim. Es hat alles geklappt. Ich habe auch die Sachen schon auf der Zulassungsstelle eintragen lassen, den Fahrzeugschein. Das muss man nämlich auch machen. Auf jeden Fall, was ich euch empfehlen würde, ist, sucht euch einen TÜV-Prüfer vielleicht in eurer Nähe, der ein bisschen Erfahrung auch hat mit Supermotos und Eintragungen dazu. Weil ich denke, dass sich nicht jeder so gut auskennt. Und es sind schon ein paar Dinge, so, vor allem wenn man es über Einzelabnahme, so wie ich mache. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt die Sachen eingetragen, alles. Die Felgen, die Bremse und die Bremspumpe. Ich zeige euch gleich mal die einzelnen Teile und erzähle noch kurz was dazu. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass die Karre an sich so vorschriftsmäßig ist. Heißt Spiegel, Blinker und so alles dran. Ich habe das Kennzeichen jetzt abgemacht für das Video. Aber sonst, die Felgen sind von SM Pro. Die Narbe auch und die haben leider kein Gutachten. Die gibt es bei einem deutschen Hersteller, aber ich habe die jetzt bei NGR gekauft oder gibt es auch woanders. Und dann hat der die mit dieser Nummer, wo hier drauf steht, konnte er die eintragen, weil er gemeint, ja gut, ihr kennt den Hersteller halt und weiß, dass es das gleiche ist und so, und dann konnte er mir die eintragen. Die Motomaster hat er mir auch eingetragen, das war kein Problem, die muss nur mit der Kombination der Felgen eingetragen werden. Dann die Braking, da hat er eine Testfahrt gemacht, das passt soweit auch für ihn, die hat er mir auch mit eingetragen, obwohl die jetzt aus Italien ist und auch keine ABE dabei hatte. Ja, sonst hinten, was noch wichtig war, die Übersetzung, 1446, die steht mit drin. Und die Motomaster Bremsscheibe, die nicht Serie ist, aber die ich hier drauf habe, die ist auch mit eingetragen und halt der Hinterreifen. Das sind so die Sachen, die stehen jetzt im Schein alles. Vorne 3,5 x 17, hinten 5 Zoll x 17, Übersetzung 1446 mit Motomaster Bremszange, 320 mm Flamescheibe und der Braking-Pumpe. So steht das jetzt alles zusammen im Schein. Und man ist wieder ein Stück näher an der Legalität. Ja, wie gesagt, kann ich empfehlen, da jemanden zu suchen, der ein bisschen Erfahrung mit hat, einen TÜV-Prüfer. Und einfach mal vorher anrufen, fragen, sagen, was man hat, fragen, was man braucht. Und sollte es eigentlich gehen. Ist auf jeden Fall froh, dass es geklappt hat. Ja, wenn ihr mal Fragen habt, könnt ihr mal einen Kommentar reinschreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal.